Und Christina Schröder ist mir nun aus Wiesbaden zugeschaltet, ehemalige Familienministerin und Kolumnistin bei uns bei der Welt. Frau Schröder, ich grüße Sie. Hallo, grüße Sie. Ja, wenn Sie das nun wieder hören, die jüngsten Äußerungen von Greta Thunberg, passt so ein bisschen in die Historie. Und die Frage muss man sich jetzt stellen, waren wir bislang im Umgang mit der Klimabewegung Fridays for Future zu naiv? Ja, das würde ich schon sagen, denn im Grunde ist das ja nichts Neues. Fridays for Future International hat schon 2021 Palästinenser, die beim Terror gegen Israel umgekommen sind, als Märtyrer bezeichnet. Also in der internationalen Klimaschutzbewegung ist Antisemitismus tief verankert. Das wurde in Deutschland bisher wenig wahrgenommen, wie generell in Deutschland linker Antisemitismus kein großes Thema ist. Auch die RAF, denken Sie an Ulrike Meinhof zurück, auch die haben sich klar antisemitisch geäußert und sich mit palästinensischen Gruppen solidarisiert und von denen sogar ausbilden lassen. Also eigentlich hat das in Deutschland eine lange Tradition. Nun ist das ja sozusagen die Dachorganisation, für die ja auch Greta Thunberg steht, insgesamt für die Bewegung an sich. Nun ist es ja so schon, dass auch nach diesen jüngsten Äußerungen, die wir gesehen haben, Fridays for Future Deutschland, Luisa Neubauer als deren Sprecherin, sich eben auch immer wieder distanziert hat. Aber reicht das denn? Müsste man dann nicht eigentlich sagen, okay, wir können unter dieser Dachorganisation gar nicht mehr so arbeiten? Brauchst du da einen neuen Namen, wie etwa auch Josef Schuster vom Zentralrat der Jugend gefordert hat? Also Luisa Neubauer, ganz persönlich nehme ich es durchaus ab, dass sie die Sache grundlegend anders sieht. Und dennoch halte ich es für völlig undenkbar, dass Fridays for Future Deutschland weiter unter diesem Namen mit der internationalen Organisation zusammenarbeitet und schon in ein paar Wochen so tut, als sei nichts gewesen. Wenn sie das tun, dann hat sich Fridays for Future aus der deutschen Debatte, kann sich komplett verabschieden und wird, da bin ich recht zuversichtlich, von niemandem mehr als ernsthafter Akteur in der Klimaschutzdebatte wahrgenommen werden. Wir sprechen ja nun in diesen Tagen viel von ja, muslimischem Antisemitismus, eben auch über, gerade wenn wir an Jugendliche denken, eben auch viele ja, TikTok-Influencer, die da regelrechte Fake News verbreiten, auch Imame, die entsprechende Sachen predigen, aber jetzt auch die Klimabewegung Fridays for Future hat ja viele Anhänger. Machen Sie sich Sorgen, dass auch so ein Antisemitismus in Deutschland eben auch weiter befördert werden könnte? Naja, also das Phänomen des muslimischen Antisemitismus ist ähnlich wie das Phänomen des linken Antisemitismus kein neues, sondern das war schon immer klar, dass wenn wir sehr viele Zuwanderer aus dem muslimischen Kulturkreis hier nach Deutschland holen, dass wir damit auch Antisemitismus importieren. Und ich würde sagen, schon 2015, in der ersten großen Flüchtlingswelle, war eigentlich klar, dass auf der kulturellen Ebene das eins der großen Probleme werden wird. Leider gab es da in Deutschland, war es schwer, darüber eine breitere Debatte zu führen, weil dann oft das Thema totgemacht wurde mit dem Vorwurf der Islamophobie. Da sind wir jetzt ein bisschen weiter, immerhin. Ich würde ganz grundsätzlich sagen, dass unser westliches Lebensmodell unter Beschuss steht. Wenn man guckt, wie die Hamas den Kampf selbst einordnet, den sie dort vermeintlich führt, dann labelt sie es selbst als einen Kampf des Islams gegen den Westen. Also es geht um unser westliches Lebensmodell, um unsere Freiheit, um unsere Demokratie, um unsere Art, wie wir leben. Und da ist Israel quasi, gilt als eine Art Vorposten, aber im Grunde ist der gesamte Westen gemeint. Und wenn ich mir Teile der Klimaschutzbewegung angucke, muss ich sagen, die radikale Klimaschutzbewegung kann auch wenig anfangen mit unserem westlichen Lebensmodell. Auch sie wollen unsere Art, wie wir Freiheit definieren, wie wir Wirtschaften abschaffen. Auch die Klimaschutzbewegung hat ein ganz grundlegendes Problem damit, mit unseren freiheitlich-westlichen Werten, auch zum Beispiel mit unserer parlamentarischen Demokratie. Und insofern sage ich, hier koaliert miteinander, hier verbündet miteinander, wo auch ein gewisser geistiger Zusammenhang besteht. Also eigentlich auch ein klarer Appell von Ihnen an die Gesellschaft, sich stärker wieder für die eigenen Werte, für die eigenen Vorstellungen eben auch einzusetzen. Frau Schröder, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ich danke Ihnen auch.